Die Young Boys Bern haben sich mit dem verrückten 4:3 gegen Leverkusen eine gute Ausgangslage im Europa League 16-Finale verschafft. Nun wollen die Schweizer um Fabian Lustig-Lustenberger, der übrigens Hertha BSC die Daumen drückt, das Ticket lösen. Hat einst für Hertha BSC etliche Bundesliga-Schlachten geschlagen, 220 Spiele, und will nun mit Bern Leverkusen rauswerfen. Fabian Lustenberger Imago Image sein Donnerstagabend, 21 Uhr, live. Kicker, steht für die Berner das Rückstück in der Barina. Das Ziel ist klar, der knappe 4:3 Vorsprung nach der Achterbahnfahrt vor einer Woche, 3:0, 3:3, 4:3, soll verteidigt und so das Ticket fürs Achtelfinale. Keine leichte Aufgabe, weiß auch Young Boys Kapitän Fabian Lustenberger. Der Kapitän der Schweizer, vor zwei und nach insgesamt 12 Jahren bei Hertha BSC, 2007 bis 2019. Zurück ins Heimatland und eben nach Bern gekehrt, glaubt allerdings an sein Team. Wir haben das Hinspiel gewonnen und eine gute Ausgangslage. Aber wir wissen, dass Leverkusen unglaubliche Qualitäten hat. Wir sind gewarnt, aber wir sind auch bereit und werden Leverkusen alles ab. Beim amtierenden Schweizer Doublesieger rechnet man außerdem nicht mehr mit einer chaotischen Partie wie beim Hinspiel. Trainer Gerardo Seoane dazu: Ich denke, dass es nicht wieder so ein verrücktes Spiel wird wie das erst. Wenn man in solch engen zeitlichen Rahmen zweimal gegeneinander spielt, werden beide Seiten ihre Lehren gezogen. Bern wolle sich aber keineswegs hinten reinstellen, auch wenn ein 0:0 reichen würde. Natürlich ist es unser Wunsch, im Ballbesitz schnell nach vorne zu spielen, sagte Seoane. Der Gerüchte über ein angebliches Interesse von Borussia Mönchengladbach zuletzt nicht kommentiert. Lustenberger drückt die Daumen für Berlin zu seinem Ex-Club Hertha, der aktuell nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht auf dem Bundesliga-Relegationsplatz steht. Wollte sich der 32-jährige Lustenberger derweil nicht aus, nur so viel, es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Lustenberger, der nun erstmals seit seinem Abschied von der alten Dame wieder in Deutschland spielt, ergänzte aber: Was ich sagen kann, ist, dass ich die Daumen drücke, dass sie den Turnaround schafft. Marc Alaba, Messi, Ramos, diese Verträge laufen im Sommer.